Tina Pruschmann, Bittere Wasser. Als Kind war meine Lieblingsfernsehserie Salto Mortale. Deswegen war ich sofort angefixt, als ich gesehen habe, es gibt einen Familienroman, der in der Manege unter der Zirkuskuppel spielt. Und Tina Pruschmann schwingt mit uns, wie an einem Trapez durch die Zeitläufte. Von der Manege eines Staatszirkus in der DDR nach Tschernobyl zu den Minen des Erzgebirges bis hin zu den Maidan-Aufständen in Kiew. Ida steht im Mittelpunkt. Ida ist ein Artistenkind, sie ist Chronistin in diesem Roman und Suchende und Getriebene zugleich. Eine junge Frau auf der Suche nach ihrem Platz in einer sich verändernden Welt. Ein wunderschöner, ein sehr besonderer Roman mit einer tollen Sprache, starken Bildern, einer manchmal drastischen Handlung, aber immer poetisch und voller Wärme und Empathie für alle diejenigen, die ihn bevölkern. Bittere Wasser.